So, liebe Freunde, ich nehme euch mal mit. Heute ist ein Zockertag. Heute ist ein Zockertag. Heute Morgen haben wir seriös 5.600 Dollar gemacht. Und da habe ich mir gedacht, jetzt brauche ich mal ein bisschen Action, weil der Markt heute auch sehr, sehr volatil gelaufen ist und auch meine Strategien nicht so ganz so gut funktioniert haben. Machen wir jetzt einen Zockertag und wir haben jetzt hier größere Verluste hingenommen und haben hier die Verluste dann wieder ausgeglichen. Ihr seht es hier oben anhand dieser Kontrakte. Und jetzt versuche ich, ich will die 1 Million knacken. Wieso? Ne, wir sind vorher, haben jetzt noch ein paar Trades gemacht hier, Long-Versuche und sind jetzt hier bei 18.000 und wir brauchen also knapp 190.000 brauchen wir, um diese 1 Million zu knacken. Und die will ich euch mitnehmen. Also wir haben jetzt den Ausbruch der Trendlinie, ein Pullback bis zur Trendlinie, sind hier unten, haben wir versucht reinzukommen, da sind wir nochmal ausgestoppt, dann sind wir hier nochmal reingekommen und da schauen wir mal, ob der Trade aufgeht oder ob der hier eine Umkehr macht, weil hier hat er nämlich laut Indikation ein Short-Signal und da müssen wir mal schauen, wie der Markt dann reagiert. Dann nehme ich euch gleich wieder mit, wenn hier was passiert. So, ich nehme euch mal mit. Wir haben das hoch rausgenommen, deswegen setze ich den jetzt aber auch auf Break-Even. Jetzt sollte er laufen oder er bricht nach unten durch. Deswegen setze ich jetzt schon mal auf Break-Even. Ich will jetzt auch nicht unnötig Verluste aufbauen, weil alles, was ich jetzt aufbaue, Verlusten muss ich ausgleichen. Und ich will ja die 1 Million Dollar holen. Deswegen muss ich mal schauen. So, Freunde, nach klar, da kann man natürlich sagen, 2000 Kontrakten ist das relativ easy. Aber wir gucken mal, vielleicht machen wir auch 2 Millionen, müssen wir mal schauen. Ne? Wir sind nämlich jetzt schon bei 500.000 vorne. Das heißt, wenn er hier rausbricht, könnten wir, haben wir 500.000, genau. Und dann lassen wir mal laufen. So, er tut sich da oben ein bisschen schwer. Ich schätze mal, das liegt daran, weil wir hier in der Ausbruchszone sind. So, bis zur 10er lasse ich ihn noch Spielraum. Dann habe ich zumindest ein bisschen wieder reingeholt. Nee, das wird glaube ich nichts. Das wird nichts. Dann bräuchte ich jetzt wirklich Glück, dass er nochmal nach oben zieht. Aber den Spielraum muss ich ihn jetzt noch lassen. Er muss sich erstmal sammeln, um eventuell nochmal nach oben zu schießen. Könnte natürlich die 500.000 mitnehmen, mache ich aber nicht jetzt. Jetzt spekuliere ich auf den Ausbruch oder gehe hier unten raus. Weil so einen super Einstieg kriege ich jetzt nicht jeden Tag, oder was heißt nicht jeden Tag, aber kriege ich jetzt nicht so schnell wieder. Deswegen, dann nehme ich euch gleich wieder mit, wenn was passiert. So, ich nehme euch mal wieder mit. Ich zeige mir mal das Volumenprofil ein, damit ich was sehe. Wir sind genau am VPOC. Da hat er eine Zone. Also den Stop muss ich erstmal hier stehen lassen, weil hier konnte er nochmal abprallen. Und den Spielraum muss ich ihn doch lassen. So, da zieht er durch. Jawohl, wunderbar. Die Idee geht auf. Wir sind bei 750.000. Sehen wir die 1 Million. Das wäre natürlich schön. Das wäre natürlich mega, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. In circa 5 Minuten vielleicht 1 Million verdienen. Das wäre natürlich ein Traum jedes Traders, glaube ich. Aber wie gesagt, ist Zockerday. Alles gut. So, Rock'n'Roll, Baby. Komm, führ mich zum Schotter. Haben wir. Die Frage ist, nehmen wir da die Millionen mit? Da sind wir am Ausbruchspunkt. Nehmen wir die Million mit oder lassen wir den Stop-Loss entscheiden? Wir warten jetzt mal ab. Also bis zum VPOC lasse ich ihn jetzt noch laufen. Ansonsten sichere ich mir hier die Gewinne jetzt ab. Da sind wir auch bei einer 10er Moving Average. Bei der nächsten Kerze wird die auch weiterziehen. Dann hätten wir zumindest, da sind wir eingestiegen, 30 Ticks gesichert. So. 9:30 Uhr, das ist nicht mehr viel, also wir müssen das schon aggressiver mit dem Stop sehen, aber ich habe die Befürchtung, wenn ich jetzt einen Stop aggressiv setze, stoppt er mich aus und zieht dann noch einen Take Profit rein, oder würde dann einen Take Profit reinziehen,
16 muss ich ihn jetzt den Spielraum lassen. So, das zeigt er schon mal raus. Das heißt, da zeigt er mir eigentlich eher Long-Schwäche an, weil er kurz da weggespiked ist. Jetzt die nächste Kerze bringt die Entscheidung. Ausbruch, Pullback, raus. So mache ich das. Ausbruch, Pullback und jetzt muss er laufen. Dann bin ich hier unten raus. Das wäre natürlich jetzt absolute Mega-Weltklasse, wenn er jetzt wirklich nach oben zieht, weil dann wäre das nämlich von der Stop-Verwaltung her perfekt gelaufen. Das ist der Punkt, warum ich gerne den Ausbruch lasse, dann den Pullback abwarte und darunter den Stop setze. Ich hoffe, dass er jetzt nach oben zieht. Dann seht ihr jetzt mal ein Live-Beispiel, dass es kein Quatsch ist, was ich hier erzähle. Ich liege ja auch sehr häufig mal falsch, keine Frage. Ich bin ja auch nur ein Mensch. Aber das wäre jetzt Weltklasse. Sage ich mal ganz ehrlich, wenn wir jetzt die Million holen. Das Video ist und bleibt, oh, das könnte ein bisschen wenig sein. Das ist wie, obwohl 20.000, 2.000 Kontakte. Ja, jetzt muss ich aufpassen. Das wäre jetzt Weltklasse, wenn er jetzt nach oben zieht. Aber ich glaube, der stoppt mich hier gleich aus. Nee, der stoppt mich aus. Gut, 500, die Hälfte haben wir schon mal. Dann nehme ich euch gleich wieder mit. So, ich nehme euch mal wieder mit. Ich gehe jetzt mit 1.000 Hacken rein. So, ich bin hier nochmal eingestiegen mit 1.000 Kontrakte. Ich habe gerade gesehen, ich habe vorhin gesprochen und das Video lief noch gar nicht weiter. Weil das ist jetzt eine sehr interessante Situation. Wir sind hier punktgenau abgeprallt und hier am BPOC auch. Und deswegen habe ich jetzt hier mit 1.000 Kontakten, also die Hälfte quasi, nochmal versucht. Und gucken wir mal, ob das aufgeht. Und 500.000 brauchen wir nur noch, quasi die Hälfte nur noch. Das heißt hier oben Take Profit, dann hätten wir die Millionen geknackt. Dann nehme ich euch gleich wieder mit. So, ich nehme euch wieder mit. Er zieht hoch, er hat das hochgebrochen. Jetzt sollte er nach oben ziehen, dann sichere ich jetzt hier auch ab. Ja, das ist zu früh. Kurzen Dipper kann er nochmal machen. So, wir sind bei 700.000. Ich konnte schon die 1 davor gesehen. Das wäre natürlich mega. 700.000. Nicht runtergehen, nicht runtergehen, nicht runtergehen, nicht runtergehen, nicht runtergehen. Ich sagte nicht runtergehen. Bitte, 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 bitte. Fuck. Ach, da geht auch das Zockerherz auf. So, 600.000 haben wir 100.000 Profit gemacht. Wir brauchen nur noch 400.000. Dann nehme ich euch gleich wieder mit. So, ich nehme euch kurz nochmal mit. Ja, habe mich natürlich viel zu aggressiv mit dem Stop gehabt. Ist nochmal hochgegangen. Da muss ich also einen neuen Setup finden. So, ich nehme mich mal schnell mit. Eventuell mache ich hier mal was ganz Eitles. Und zwar sind wir genau an der Ausbruchszone hier vorne. Und sollte er hier oben jetzt Schwäche zeigen, ist das zwar gegen meine Indikation, aber da würde ich dann Short probieren. Und das probiere ich auch mal. Warum? Habe ich ja gerade gezeigt, weil wir dort hier Schwäche zeigen. Und ich hoffe, dass das jetzt nachhaltig ist. Dass er die Kerze nicht nach oben bricht. Er bricht die Kerze nach oben. Okay, dann muss ich gucken. Aggressiver nachziehen. Wir schauen uns auch mal das Volumenprofil an. Da zieht er jetzt runter. Also können wir den Stop hier nachziehen. Und wir hoffen jetzt hier, dass die Spikes recht behalten. Er zieht runter. Sind wir bei 1 Million? Nee, noch nicht. Das dauert noch ein bisschen. Dann nehme ich euch gleich wieder mit. So, ich nehme euch wieder mit. 800.000, 900.000 haben wir schon. Und dann gucken wir gleich mal, dass wir die Million erreichen. So. Da sind wir bei 900.000. Jetzt muss er wegspiken. Dann gucken wir mal. So, wir haben die Million erreicht. Ihr seht es hier. Wir haben einen Take-Profit erreicht. Das haben wir richtig erkannt. Und das ist doch